Maximilian Matera ist bei den US Open ausgeschieden. Der deutsche Davis Cup-Spieler unterlag Kaine Schikori glatt in 3 Sätzen. Qualifikant Yannick Maden, Stuttgart, und Maximilian Matera, Nürnberg, verloren am Dienstag ihre Erstrundenpartien. Maden unterlag bei seiner US Open-Premiere gegen Lucas Pouille, Frankreich, Nummer 17, 6 zu 7, 6 zu 8, 2 zu 6, 5 zu 7. Matera war gegen den früheren Finalisten Kaine Schikori, Japan, Nummer 21, beim 2 zu 6, 2 zu 6, 3 zu 6 chancenlos. Routinier Philipp Kohlschreiber hat das deutsche Duell bei den US Open gegen den Karlsruher Yannick Hanfmann gewonnen und die zweite Runde des Grand Slam Turniers in New York erreicht. Der 34 Jahre alte Augsburger setzte sich gegen seinen 8 Jahre jüngeren Kollegen 7 zu 6, 7 zu 3, 5 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 4 durch. Am Donnerstag trifft er auf den Australier Matthew Ebden. Nach Alexander Zverev, Hamburg, Nummer 4, und Jan-Lennard Struff-Warstein, war Kohlschreiber der dritte und letzte Deutsche im Herren-Einzel, der sein Auftaktmatch in Flushing Meadows gewann. 9 DTB-Profis hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert. Punkt. Hier das Einzeltableau der Herren bei den US Open. Werbung, Werbung.